So, liebe Leute, heute geht's weiter mit den Racern und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed und Pursuit. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun und zwar gibt es da so ein Rennen, wo ich mir denke, das will ich gar nicht weiterfahren. Aber müssen es fahren, leider, weil es ist, glaube ich, das Einzige, was uns noch auf unserer Liste fehlt. Oder sehe ich das gerade komplett falsch? Guck mal hier rein, ne? Dann ist es das, okay. Shock and Shave heißt es, glaube ich, oder Wave oder so. Ja, ne, Shock and AU. Okay, let's go. Ist not besweet und das ist immer ärgerlich. Wir haben es ja schon mal zwei, dreimal angeschnitten. Das heißt, wir versuchen es noch einmal. Wir müssen es leider versuchen. Ich hoffe, dass wir es dieses Mal schaffen. Ansonsten haben wir ein kleines Problem, weil schwierig wird's. Es sind, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer, es sind 12, 13 Kilometer, da steht nicht gerade drin. Ich hoffe, dass wir es zumindest auf Bronze auch kriegen, also das heißt Platz 3. Sprich, es überhaupt erstmal zu schaffen. Das wäre nämlich das andere Problem, weil wir haben es bisher zweimal versucht, zweimal nicht geschafft. Einmal mit dem BMW, einmal mit dem Dodge, mit dem wir jetzt hier gerade auch noch unterwegs sind, also versuchen wir mal. Ich versuche an Sie ranzukommen. Gut, der ist schon mal weg. Nimm mal hier den Audi mit. Zentrale Bitte um Genehmigung für Einsatz eines Nagelbandes. Verstanden. Nagelbänder zum Einsatz freigegeben. Nagelband einsatzbereit. Er fährt einfach nicht. Verdächtiger fährt äußerst aggressiv. Warte Kontakt. Mein Wagen ist beschädigt. Abgewertet. Nagelband in eurem Bereich entdeckt. Seid vorsichtig. Nächstes Auto ist ein Alfa Romeo 80 Petition, ne? So, gute 10 Kilometer noch, aber wir haben wahrscheinlich doch. Alle Einheiten, was? Ich muss doch die Störsender gerade einsetzen. Aber wir würden uns mal erster. Ist ja mir egal, wenn wir eine zweiter, dritter werden würden. Bitte von mir. Problem, glaube ich, dass ich ein bisschen weit rausgekommen bin. War mir fast klar, dass man da rückwärts fahren muss, blödes Auto, Alter. Verdächtiger hat einen Unfall. Wiederhole. Verdächtiger hat einen Unfall. Waffensysteme ausgefallen. Verdächtiger
So, der Scheiß BMW ist auch weg. So, 3,4 Kilometer. Leck. Ja, hau doch mal mit dem Scheiß ab, Alter. Du versaust mir mein komplettes Rennen mit deiner Aktion, ey. Ja, fuck you, Alter. Ich hab doch gar nichts gemacht, ey. Ich war 2 Kilometer vorm Ziel und dann versaut der mir mein Rennen, ey. Ich muss nicht anhalten. Hat schon, dass er mal mit auf die anderen geht. Nein, nein, man muss auf den nicht gehen. Auf den Schwächsten da vorne. Auf den Führenden. Immer drauf, ey. Ja, die anderen lässt in Ruhe. 3 EMP habe ich draufgekriegt von dem Typen, ey. Und dann hat er mich gehabt. Dieses Rennen ist einfach sowas von verflucht. Ich komme in diesem Scheißrennen nicht vorbei, ey. Lass mich in Ruhe! Tschüss mit deinem Audi. Schau, dass er nicht zerstört wird. Zentrale Bitten um Genehmigung für Einsatz eines Nagelbandes. Verstanden. Nagelbänder vom Einsatz freigegeben. Nagelband einsatzbereit. Bestätiger einsatzbereites Nagelband an eurer Position. Bestätiger hat sich gehört. Zentrale, wir benötigen eine Straßensperre. Der lässt mich aber auch nicht ziehen, ne? Mein Gott, hau ab von mir. Der Mustang ist komplett weg. Ich hab leider auch noch gute Stürme. Alter, hau ab von mir jetzt endlich. Festnahme negativ. Es rennt unbehelligt weiter. Verdächtiger setzt sich zu Pferd. Melde eigene Schäden. Verdächtiger reagiert nicht auf meine Anweisungen. Mal sehen, wie er darauf reagiert. Verfolgung eines Dodge. Kommt noch einer. Das ist der. Zentrale, bitte um Genehmigung für Scheiße. Weiter Kontakt. Mein Wagen ist gefährlich. So, jetzt ist ein scheiß Alpha. Kompetenz weg. Jetzt gehen wir bei der nächsten auf den Piss.
Mein Gott, ich bin schon letzter. Hau doch einfach. So. Jedenfalls ist der jetzt erstmal down. Ich habe keine Kopf mehr in der Racke. Verdächtiger fährt äußerst aggressiv. Scheiße, ich bin doch mal dran gewesen. Ich muss aber den Typen ausweichen. Ich hoffe, dass sie doch mal eine Straßensperre setzen. Verdächtiger hat versucht, mich von der Straße zu drängen. Ich ramme das Fahrzeug von der Seite. Der Fahrer scheint nicht anhalten zu wollen. Verstanden. Kommt, sein Officer. Waffensysteme ausgefallen. Verdächtiger benutzt ein Störsender. So, Deutscher Mustang ist weg. Ich brauche einen anderen Wagen. Ich bin letzt. Ich bin immer noch Fünfter, ne? Abstellwagen ist unterwegs. Verdächtiger fährt extrem aggressiv. Wir müssen das hier jetzt beenden. Das wird dann nur Scheiße. Da bist du da mal durchgekommen und dann kriegst du das Ding trotzdem nicht gerechnet. Ich habe es eigentlich das erste Mal beim das Rennen geschafft. Aber ich hoffe, dass wir es immer hinkriegen. Das war jetzt trotzdem angerechnet, Riemen. Dass ich nochmal weitermachen können. So, jedenfalls haben wir eine neue Ausrüstung kassiert. Und zwar MP-Stufe Nummer 3. Hudson Tech. Modernste Automobiltechnologie für den Zubehörmarkt. Nach jahrelanger Forschung des K-Projekts präsentieren wir die dritte Generation mobiler NNEMP-Systeme. Mit der hundertfachen elektrischen Ladung eines Blitzschlags stellt dieser Generator die ultimative elektromagnetische Einsatzwaffe dar. Zusammen mit dem Militär entwickelte Zielalgorithmen sorgen für 75% schnellere Zielerfassung. So, hier haben wir nochmal ein neues Auto, und zwar ein Gallardo LP564. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir das Rennen mehr als angerechnet, als abgeschlossen berechnet bekommen. Weil wir sind ja offiziell ins Ziel gekommen. Aber ich vermute, dass wir es nicht kriegen. Nein, natürlich nicht. Natürlich kriegen wir es nicht angerechnet. Ernsthaft? Ach, Mann. Ich will diese scheiß Rennen endlich mal von der Liste abgearbeitet bekommen. Ne. Also er sagt gerade, das gehört nicht dazu. Sondern ihr fahrt das bitte noch einmal. Scheiße, Mann. Wenn ich eine Position weiter nach vorne gekommen wäre. Wenn ich eine Position weiter nach vorne gekommen. Dann wäre es tatsächlich... Wären wir dabei gewesen. Scheiße, Mann. Okay, dann fahren wir es nochmal. Scheiße, wir haben es doch geschafft. Nur die zweite Auto hätten wir doch überholen müssen. Dann wären wir durch gewesen. Das ist voll gut. Das hat, dritter Platz hätten wir haben müssen. Dann wären wir durch gewesen. Wir haben einer meiner Meinung nach kassiert.
So. Versuch Nummer 4, glaube ich, mal zu machen. Ich bin hinter den Radar. Ich versuche, dich abzuhängen. Zentrale, wir benötigen eine Straßensperre. Wir vor eurer Position Einheiten zusammen. Behaltet eure Route bei. Richtig, wir sind extrem aggressiv. Wir müssen das hier jetzt beenden. Und check out, ey. Drecksack, hat er mich ab. Der Corvette ist da mit rein, aber der links ist mit da rein. Aber der links ist nicht mit. Mein Auto, ich hab es noch, ey. Das muss dann genau ein bisschen noch wissen. Ja, weiß ich, man kümmert euch um die da vorne, mir soll das egal sein. Ramm den weg im Zweifel. So, weg ist er. Warum mal so weit sind wir da? Dein komisches kleines Ding da weg. Da habe ich mich auch ein bisschen verzippelt wegen. Jetzt geht's mir aber auch um die Welle auf, ein bisschen auf. Fuck you, Alter! Verdächtiger hat versucht, mich von der Straße zu drängen. Alle Einheiten, Waffen.
Nagelband einsatzbereit. Bestätige einsatzbereites Nagelband an eurer Position. Seht ihr das? Der Typ richtet jede Menge Schaden an. Das ist doch nicht wahr! Wieder versaut mir dieser Pisser das Rennen! Weil der sich so quer stellt und so. Ich hab das Ding gehabt, ich hab das Rennen gehabt. Ich war Zweiter. Nein, man muss sich davor noch querstellen. Bloß noch, damit auch einer durchgewischt kommt, ey. Mann. Ich krieg diese Scheißrennen nicht gebacken. Das kann es doch nicht sein. Mann, sorry. Jedes Mal die gleiche Scheiße. Du bist 400 Meter vom Ziel Zweiter und der rammt noch einer so in die Seite, dass du noch quer stehst und es immer noch einer durchwischt. Ey, das ist doch zum Kotzen gerade. Ich war gut dabei, ey. Gut dabei. Ich muss jetzt zum fünften Mal dieses scheiß Rennen langsam fahren. Und das nervt mich gerade. Habe Sichtkontakt zu einer Operator. Sind sehr schnell. Ich hoffe, ich kann sie einholen. Sorry. So, auf. Jetzt versuchen wir es auf sich zu schaffen. Problem, die kriegst du nicht zerstört, aber du bist zerstört. Die ganze Zeit, was wir jedes Mal die scheiß Zeit senden. Verstanden. Lagebänder zum Einsatz freigegeben. Nerv mich nicht jetzt, Alter. Ich bin gerade schon ein bisschen geladen. Zack, yo, ey. Ich dachte, es war einfach mal ein bisschen normal fährt. Und man sieht, da kommen ein paar Leute dabei. Da kommt ein Kopf mit dabei. Ja, mich nicht mit deiner scheiß Karre da, Alter. So, zwei Mann weg gleich. Das Problem ist ja nicht. Da die keine Schadensanzeige haben. Habe mehrere Rader vor mir. Versuche sie zu stoppen. Alte Verstärkung bereit. Kann man nicht einmal ein bisschen nicht in Ruhe lassen? Nein, nein. Genau, holt ihr euch da vorne, aber die kriegst du nicht zerlegt, ne? Mich kriegst du die ganze Zeit zerballert. Die nicht. Man zerstört waren sie ja alle, ne? Aber der ein Kilometer vom Ziel sind die richtig aggressiv geworden. Da gehen die mir nur auf die Karre die ganze Zeit. Die 20 steht mal da rum. Da chillt man einfach rum. Du musst ja nur Dritter werden. Tschüss. Nagelband einsatzbereit. Nagelband einsatzbereit. Bestätige einsatzbereites Nagelband an eurer Position. Der nächste. Das Geilste ist, dass du nicht mal, dass du den nicht mal gerammt bekommst. Dass du den nicht mal gerammt bekommst, ne? Ich hab das schon gesehen. An alle Einheiten, das Kommunikation.
unterbrochen. So, der haben wir weg. Verdächtiger, das Nageband umfahren. Wiederholung, Verdächtiger, dem Nageband entkommen. Verfolgung kommt. Verdächtiger hat versucht, mich von der Straße zu drängen. Halte Kontakt. Fahrzeug ist beschädigt. Diesmal nicht. Yes! Ich mein Dritter ist mir. Ist okay. Ich glaube doch, ich habe das Ding jetzt abgearbeitet. Dieses Rennen weg. Ich meine, die Zeit war es egal. Aber die haben eine Nummer richtig ärgerlich umgemauert sind. Ja, mal, wir haben 7 Versuche gebraucht, um dieses Rennen zu schaffen. So lange habe ich noch nicht an diesem Rennen gesessen. Aber es mir ist egal. Ich hätte vielleicht sogar noch Zweiter werden können. Aber es ist mir. Egal. Es ist mir so Latte. Wir haben eine neue Ausrüstung. Also, beziehungsweise, wir haben die verbessert, nämlich den Shirts an der Stufe 3. Puh, Gott sei Dank, liebe Leute. Hudson Tech. Modernste Automobiltechnologie für den Zubehörmarkt. Wir präsentieren Barrage, unseren bislang leistungsstärksten Störsender. Das Gerät bietet einen digitalen Funkfrequenzspeicher und eine Direktverbindung zu unserer ständig aktualisierten Datenbank von Verkehrspolizeifrequenzen. Barrage ist jederzeit einsatzbereit, wenn es um völlige Diskretion geht. So, neues Auto haben wir ebenfalls noch mitbekommen. Und zwar die von Porsche. Und zwar die Porsche 911 Targa 4 S. Der uns jetzt ist. In der, noch dazu gehört. So, danach dürfen wir wieder auf Kopfjagd gehen. Ich habe nämlich das Rennen durchgearbeitet. So. Gut, dann haben wir es. Gut, das geht ja weiter hier. Es ist eine Super-Serie, beziehungsweise der Exoten-Serie. Das heißt, mir ist es jetzt egal. Wir haben das Thema... Shock and Audio, oder wie das auch, oder E, oder wie das auch ausgesprochen wird, haben wir jetzt abgearbeitet. Weiter geht's in der nächsten Folge mit den Cops.